Also ja, der sieht nur aus, als ob er noch weiter aus der Zukunft kommen würde als wir, der Typ. Und er grinst blöd. Ja, wir können aber Sachen bei ihm kaufen, weil er ist der einzige Händler hier in der Vergangenheit. Er verkauft uns Moosklumpen zu teuren Preisen. Wurfmesser, Brandbomben, also er verkauft die Sachen recht teuer. Menschlichkeit. Da, Pfeile kosten bei ihm das Doppelte. Deswegen wollen wir bei ihm nichts kaufen, sondern nur Did you reden. happen across Knight Artorias, the legendary Abyss Walker from the old tales? Well, if you haven't, it's just as well. He's a colorless sort, if you ask me. Also ja, von Ritter Artorias haben wir schon was gehört. Der soll uns eigentlich beibringen, wie man den Abgrund beschreitet, um die Four Kings zu töten. Beziehungsweise wir sollen sein Grab aufsuchen, weil Alvina hat uns ja schon darauf hingewiesen, dass es nur ein Grab von ihm gibt. Okay, reden wir mal weiter. So, what did that giant mushroom make you do? Not that I care. It's none of my business. Ja, und so wie es aussieht, hat er auch Elisabeth den Pilz getroffen. I've little to talk about, really. Oh, you know me. What do I know? Ja. Okay. So long. Gut. Viel hat uns der nicht zu erzählen gehabt. Leider. Hier wäre der Fahrstuhl nach oben. Den will ich noch nicht nehmen. Denn wie gesagt, dort gibt bei der Seele geht es noch weiter. So. Also da, wo wir gerade vorhin die Leiche geplündert haben, geht es nach unten. Und hier sind wir, wie man sehen kann, direkt unterhalb des Finsterwurzgartens. Und ja, ich nehme immer den alten Namen, damit man auch ja drauf kommt. Hier fließt eigentlich später der gewaltige Fluss entlang, der ins Finsterwurzbecken führt. Hey Jungs. Und hier haben wir mal wieder Hunde. Oh, und zwar ziemlich gelenkige Hunde. So. Vor denen sollten wir uns ein bisschen in Acht nehmen. Naja, die Hundeviecher sind hier im Allgemeinen etwas gefährlicher. Wir schützen aber auch Sachen. Seele ehrenwerter Ritter. Gut. Und weiter geht's. In diese Richtung. Wow. Ja. So. Dachte, das könntest mich austricksen. Jetzt habe ich dir aber meine verpasst. Ja, insgesamt gibt es auf diesem Weg hier 5 Hunde. Drei haben wir jetzt schon mal erledigt, wobei die zwei da hinten eher optional sind. Also solange wir nicht zu nah an sie rangehen, tun wir sie auch nicht aggroen. Hi, Kumpel. Ah, weg mit dir. So. Da haben wir noch einen von der Sorte. So. Das waren die Hunde hier. Und hier gibt es ein Tor. Also ja. Wenn wir hier lang gehen, kommt Kalabet nochmal und fliegt hier einfach durch über das Finsterwurzbecken. Und ja, die Leiter kennen wir. Die führt runter ins Becken. Und die führt auch im Finsterwurzgarten runter ins Becken. Also ja, mussten wir dann hier über eine Brücke über den Fluss und hier hochklettern. Dann waren wir halt hier unterhalb dieser ja. Hier war irgendwo die andere Leiter dann nach oben. Genau an dieser Stelle. Das war dann die Verbindung zwischen Finsterwurzgarten und Finsterwurzbecken, also die zweite Verbindung hier nach oben. Hat sich ziemlich viel verändert in der Zeit.
Und ja, ich bin hier runtergegangen, um Calamet zu sehen, also den schwarzen Drachen. Bei denen muss man nur einmal hier gesehen haben, um ein besonderes Event später zu triggern. Wenn es denn mal soweit ist. So, wir gehen jetzt aber erst einmal wieder zurück zu unserem Leuchtfeuer, frischen Heilzauber auf und teleportieren uns kurz zum Feuerbandschrein, um an maximale Flakons zu kommen. Ja, ich gebe es gerade zu, ich tue sozusagen ein bisschen Cheaten. Ich will die Menschlichkeit nämlich nicht für den Mausoleumsgarten ausgeben. Also für das Leuchtfeuer im Mausoleumsgarten, da wo der Pilz ist. Ich will einfach nur 20 Flakons haben für den nächsten Boss, sicher ist sicher. Das nächste Leuchtfeuer, dann werde ich upgraden. Das werden wir nämlich dann wahrscheinlich brauchen. Ja, es gibt insgesamt 5 Leuchtfeuer und 5 Gebiete, wobei ein Gebiet, nämlich hier der Wald, wie man sehen kann, kein Leuchtfeuer hat. Es gibt nämlich nachher ein Gebiet, was 2 hat. Sozusagen das Leuchtfeuer nach dem Endboss, um sich raus zu teleportieren. Gut. So, also zurück zu unserem Leuchtfeuer. Und ja, ich gehe einfach, anstatt dass ich einen Heimkehrknochen benutze. Das ist sicher, ist sicher. So, kurz rasten hier. Teleportieren zum Feuerbandschrein. Vom Feuerbandschrein wieder zurück. Orangener Führungsspeckstein. Oh ja, ich habe euch noch gar nicht die Rüstung von Dusk vorgelesen. Die haben wir ja auch noch hier. Ein Gewand des alten versunkenen Landes Urlasil aus elfenbeinfarbener Seide. Es weist aufwendige Stickereien auf und ist von uralter Zauberkraft durchdrängt. Da es nicht für die Schlacht geschaffen wurde, darf man von ihm keinen physischen Schutz erwarten. Ja, das steht bei den 3 Teilen. Spezielle Zauberkrone, die Dusk, der Prinzessin von Urlasil, bei ihrer Geburt gewährt wurde. Ihr Träger wird mit vielerlei Magie gesegnet, die Macht und Wirksamkeit seiner Zauber erhöht. Der durch Zauberangriffe erlittene Schaden steigt aber ebenfalls. Naja, kein so guter Tausch. So, teleportieren. Was ich nicht gesagt habe, man kann sich zu allen Leuchtfeuern im Eddon teleportieren. Also Mausoleumsgarten und Urlasil Mausoleum sind die ersten beiden. Dann kriegen wir aber noch 3 Stück. Was ich ein bisschen übertrieben finde. Weil gerade deswegen kann ich jetzt hier einfach mal ein bisschen schummeln. Dieses Leuchtfeuer einfach unaufgerüstet lassen. Ja, ich würde es normalerweise machen, aber jetzt im Let's Play will ich die Menschlichkeit dafür jetzt nicht unbedingt opfern, wenn es nicht notwendig ist. Weil wir brauchen 30 Menschlichkeit später für etwas. Und ich möchte die nicht unbedingt jetzt noch erfarmen müssen im Let's Play. Da müsste ich nämlich nochmal einen Zeitraffer machen und alles. Das ist es mir dann doch nicht so sehr wert. Gut, kommt her, ihr beiden. So. Könnt ihr nicht beide sterben. Und jetzt macht er den Lootenabflug. So. Wir können jetzt, abgesehen von den beiden, den gesamten Wald getrost ignorieren. Da wir den Aufzug jetzt aktiviert haben, laufen wir einfach hier an der Steilwand entlang. Ignorieren alles, was hinter uns ist und nehmen den Aufzug nach unten. So, hier einfach rein. Nach unten bitte. Und dann sind wir schon wieder bei unserem Grinsefreund hier. So, jetzt geht's dann ab zum Bossfight. Dumm-di-dumm-di-doi. Und zwar hier durch. Der Bossfight wird lustig. Die Bossfights im Add-on haben es nämlich alle ziemlich in sich. Auch wenn es nur 4 Bosse gibt.
Haben wir hier schon Nummer 2. Ja, Ritter Artorias. Wir haben gleich mal zwei Sachen gesehen. Erstens ist sein linker Arm gebrochen. Au. Das ist das Erste. Und zweitens wurde er von der Dunkelheit jetzt verschluckt. Wow. Wow. Wir müssen hier definitiv aufpassen in dem Fight, weil Artorias hat's in sich. Wow. Ja, und er hat einen ziemlichen Glibber um sich rum. Wow. Au. Das hat weh getan. Ja. Okay, da haben wir ihn jetzt irgendwie verfehlt. Au. Ah, das ist nicht gut. Autsch. Okay, ich glaube, das erste Mal werde ich sterben. Genau deswegen nämlich. Au. Autsch. Weil ich das jetzt nicht verhindern konnte. Au. Au. Das hat, er hat sich nämlich jetzt gerade aufgeplustert und seinen Schaden verdoppelt. Was man sowohl an meiner Ausdauer merkt, als auch an meinen Lebenspunkten. Wow. Und zwar macht er das bei jedem Viertel an Leben. Und irgendwann lässt das, glaube ich, sogar nach. Genau, jetzt macht das wieder. Und dabei sollten wir ihn eigentlich unterbrechen. So. Wobei das völlig egal ist, wie oft wir ihn unterbrechen. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir ihn beim letzten Mal, wenn er das macht, unterbrechen. Weil das stackt auch, wenn wir es unterbrechen. Au. Es stackt auch, wenn wir es unterbrechen. Das heißt, wenn er es das dritte Mal versuchen sollte zu machen. Genau jetzt nämlich. Da macht er vierfachen Schaden. Au. Und das ist dann nicht so gut. Wenn er vierfachen Schaden macht, dann tut er uns nämlich durchs Schild one-hitten. Au. Das heißt, wir hätten keine Chance gegen ihn. So. Leb wohl, Ritter Artorias. Seelen, dankeschön. Wir haben jetzt Artorias von seinem Leiden erlöst und seine Seele bekommen. Die will ich euch mal kurz vorlesen, weil wir die gleich wieder loswerden werden. Beziehungsweise jetzt nicht gleich. Das mache ich dann später.
Die Seele des Ritters Artorias, der im Dienste von Fürst Gwyn stand und von dem Abgrund verschlungen wurde. Die Legende, der zufolge Artorias den Abgrund zurückgedrängt hat, ist nur zur Hälfte wahr. Es scheint, als wäre er besiegt und seine Ehre gerettet worden, und zwar von einem unbekannten Helden, der wahre Bezwinger des Abgrundes ist. Also, damit sind wir gemeint.